Aufnahme starten, denn nur die Harten gehen in Grundhilders Garten. Ja. Ja, und der goldene Banjo für den besten Reim zu Beginn eines Let's Play Parts geht an mich, Ella Badge. So, auf geht's. Letztes Level. Banjo. Genau das musste ich machen. Ich habe die goldene Feder da vorne nicht mitgenommen. Das werde ich doch bereuen. So, wir sind hier. Ja, genau. Mäh. Ja, Eier brauche ich keine mehr, aber wir gehen trotzdem mal hier hoch. Genau, eine Tür. Für die brauchen wir noch Noten. Nicht mehr allzu viele übrigens, aber wir brauchen sie halt. So, erstmal alles säubern hier, ganz wichtig. Und ich habe, wenn ich mich hier nicht durchglitschen kann, den leisen Verdacht, dass wir hier wieder eine Verwandlung brauchen. Und das ist mit 11 Mumbo-Schädeln nahezu ausgeschlossen. Wenn es wirklich hart auf hart kommt, müssen wir tatsächlich aus diesem Level nochmal raus und in anderen Leveln Mumbo-Schädel doch suchen, die ich eventuell noch übersehen haben könnte. Das ist eine harte Nummer. Unter diesen Umständen traut man sich nämlich kaum, hier jetzt Noten zu sammeln. Das könnte nämlich dann wirklich alles umsonst sein. Vielleicht hätte ich mich vorher mal schlau machen sollen, wie viele Noten man für die Verwandlung braucht. Wie viele Mumbo-Schädel man für die Verwandlung braucht. Ich bin also wirklich mal sehr gespannt. Ja, notfalls müssen wir halt hier raus und da müssen wir nochmal irgendwann mal alle Noten sammeln. Das können wir ja auch mal irgendwie. Muss ja nicht immer alles in einem Rutsch sein. Jetzt sammeln wir erstmal genug. Wohoo, you just passed your best note score. Das war auch nicht allzu schwer, Bottles. Also müssen wir erstmal schauen, wie wir hier jetzt erstmal so überhaupt zurechtkommen. Hier gibt es mit Sicherheit wieder einiges für uns zu sehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird großartig. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich schaue wieder viel zu sehr nur nach Noten und gucke gar nicht in die Ecken oder sonst was. Weil auch hier wird natürlich wieder einiges an Easter Eggs rumliegen. Es kann gar nicht anders sein. Ja, guck mal, da sind wir wieder hier. Das war doch mal ein netter kleiner Rundgang. Dann gehen wir wieder, oder? Ja. Ah, guck mal hier, Mumbo-Schädel. Lass mich mal bitte in Ruhe hier. So. Aber wie komme ich denn an den ran? Wie soll denn das funktionieren? Wenn der jetzt nicht gerade eine unsichtbare Plattform ist. Und ich bezweifle, dass ich ihn mit der Verwandlung holen muss, weil ich brauche ihn für die Verwandlung. Aber vielleicht ist das so gedacht. Ich könnte ihn natürlich holen und dabei draufgehen. Ist das so gedacht? Wenn ja, wäre das ein echt fieser Mumbo-Schädel. Wir haben jetzt 15 Noten. Eigentlich könnte ich es machen, oder? 15 Noten sind schnell wieder geholt. Aber gibt es eine Garantie dafür, dass ich überhaupt an ihn rankomme? Na, eigentlich ist das sogar ziemlich einfach, wenn ich jetzt von hier flattere, oder? You will die. Ja. Und... See ya! It burns. Wenigstens habe ich einen Mumbo-Schädel. Good job, guys! Genau, so, ich sammle nochmal schnell die 15 Noten, dann sehen wir uns gleich wieder. So, hey, Mensch, ich habe wieder 15 Noten. Ja, der Wahnsinn hat mich auch schon eingeholt. Und mehr scheint es auf diesem Rundkurs auch tatsächlich nicht gegeben zu haben. Aber nicht wieder direkt runterfallen. Trotzdem lieber nochmal ganz genau umgucken. Bevor wir jetzt da reingehen. Gerade hier diese Ecken und Kanten. Kant, 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 Kant,
Ich habe erst gedacht, ja, okay, schön und gut. Und jetzt? Aber hier geht's weiter. Cool. Und hier sind tatsächlich weitere Noten. Hey! Ja, danke. Seht ihr, so oft breche ich heute meine Rekorde. Das ist ja alles rekordverdächtig, was wir hier machen, ne? Ich habe irgendwie wieder im Verdacht, dass wir kein einziges Jiggy holen werden heute. Tja, das ist direkt ein Reflex. Man will Gruntis Gesicht einfach zurechtrücken hier. Aber wie soll ich das machen? Kümmern wir uns gleich drum. Ich habe da nämlich noch eine Note gesehen. Für Noten lässt man einfach alles stehen und liegen. Sie sind halt einfach so wunderschön. Und ich gebe mich erst zufrieden, wenn es... Oh, shit. Wirklich? 19? 19 stört mich jetzt schon wieder. 19 stört mich jetzt schon wieder richtig. Bei 90 macht mich jetzt schon wieder richtig nervös. Auf der anderen Seite werden wir vielleicht eh nochmal raus müssen und Mumbo-Schädel holen. Es gibt eigentlich keinen nachvollziehbaren Grund, warum ich das nicht einfach tue, ne? Aber irgendwie bin ich zu neugierig, was hier ist. Was muss man hier machen, weil das hier wird nicht reichen. Man müsste sich theoretisch wahrscheinlich da Beakbomben. Aber es gab auch eine Flugplatte. Aber da kamen wir, glaube ich, nicht hin. Die war doch hinter so einem Gitter. Habe ich das richtig gesehen vorhin? Könnten wir halt höchstens noch mal versuchen. Na, guck doch mal. Hier, zwar, die war richtig gut versteckt. Das war fast schon gemein. Seht ihr? Also doch immer 5. Die 5er-Regel, sie greift auch wieder hier. Sie greift auch wieder hier. Geronimo! Oh, 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 fuck. Ich habe mich verschätzt. Gut, dass wir das gemacht haben. Ich will nur mal ganz kurz da runter, nämlich. Ups. Ich will doch mal gucken, ob wir an die Flugplatte rankommen. Ich habe bisher noch kein Easter Egg gefunden. Aber wer weiß, wie gut sie hier versteckt sind. Vielleicht werden sie hier ihrem Namen endgültig gerecht und sind so gut versteckt, dass selbst der Osterhase neidisch wird. Genau. Irgendwo hier. Genau, hier war die Flugplatte. Ich brauch... Ah, Noten brauchte ich dafür. Okay, alles klar. Alles klar, ich kann die Flugplatte also erst holen, wenn ich... noch 8 Noten hole. Sauber. Schaffen wir, oder? Weil ich weiß ja schon, wo 10 sind. Tatsächlich. Die haben wir ja beim letzten Mal geholt. Tja, jetzt löst sich schon mal alles auf hier. Und damit können wir uns dann auch gegen Gruntis Auge Beakbomben und dann passt das. Es tut mir sehr leid, Grunthilda, aber du hast da gleich was im Auge. Hier ging's hoch. So, erstmal kurzen Prozess. So, da wird ein Mumbo-Schädel drin sein, oder? Nein. Verdammt. Dafür habe ich so viel geopfert. Egal. So. 22, 23, 24. 24? So. Däh! Oh Gott, hier sterben die Frames gerade. Zack, zack, zack.
30. Oh, guck mal, Klungo, Dingpot. Und die alte Warzenfresse schon wieder. Naja. Und schon wieder gehen wir hier raus. Schon wieder werde ich nicht wissen, was hier drin ist, ne? Das ist typisch für mich. 828. Damit lassen sich wieder Notentüren öffnen. Und die wichtigste direkt hier oben drauf. Wuhu! Eben bin ich richtig vom Glauben abgefallen. Okay, shit, hier geht's noch weiter. Sollen wir uns jetzt beakbomben oder sollen wir... Jetzt bin ich neugierig, jetzt will ich wissen, was hier ist. Oh Gott, so viele Ansatzpunkte. Aber immerhin haben wir schon 30 Noten. Oh, eine Röhre. Nein. Ich mach nicht den Mario, ich schwing nicht die Arme auf und ab. Oh shit, was ist jetzt los? Ich hab ein bisschen Angst. It's from Bowser! Oh nein! Hey du da! Diese hässliche Ex hat meine Weihnachtslichter gestohlen. Kannst du dafür sorgen, dass sie es sicher zurückschaffen? Ah, cool. Du sagst, du bist böse. Aber wie kann das sein? wenn du hier mit den Klempnern Rennen fährst und Partys machst und so. Du hast eigentlich recht. Eigentlich, ich glaube eigentlich auch Bowser und Mario sind eigentlich echte Best Buddies, oder? No. Kam das Arschloch nicht raus hier gerade? Ich glaube das nicht. Ja, das war geil. Das müsste ich mittlerweile im Schlaf beherrschen. Ernsthaft? Shit. Wieso denn so dilettantisch heute? Ja, das klappt nicht mehr, aber ich bin froh, wenigstens ein paar gerettet zu haben. Darauf lässt sich aufbauen, sagen wir es mal so. Shit. Naja. So. Gut. Immerhin schon mal 4. Immer noch hungrig? Ja, du, keine Sorge, ich sorge für Nachschub. Bowser, es tut mir leid. I failed you. Das war gut. Ach shit, oh, ihr seid echt zu schnell. Habt ihr einen Todeswunsch? Oh. Das war ein guter Rhythmus jetzt. Das könnte gut klappen. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ist doch immer meine Paradedisziplin Banjo-Kazooie gewesen. Total. Nein! Egal, das reicht. Der letzte ist durch. Ich habe eben schon gezweifelt. Was war das? Großartig. Nun drücke den Sternknopf hinter der Röhre. Für mein Fenster habe ich diese Lichter benutzt. Gib sie zurück. Du hast nicht das Recht. Ja, okay, ich habe nicht gereimt, aber egal.
So, ein Sternenschalter ist erschienen. Aber was tut er? Probieren wir es aus. Okay, er setzt seine Wingcap auf. Wo ist das jetzt erschienen? Wann ist das ja offensichtlich nicht in der Röhre erschienen? Was? Ground, Butt, Boot, Found, was? Was? Gemeinheit. So, wo ist das jetzt erschienen? Wo ist das jetzt erschienen? Es ist zumindest nicht ganz hier oben erschienen. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Da ist es! Ja, natürlich, über dem Eise voller Scheiße. Es hat nicht ganz gereicht. So. Und? Ja. Wo? Im Turm? Ja, natürlich im Turm. Aber wir haben noch eine andere Mission, wo wir jetzt schon gerade hier sind. Tada! Was? Dring hat's gemacht. Aber wieso hat es jetzt nur Dring gemacht und es ist nichts passiert? Habt ihr das jetzt verstanden? Wenn ja, schreibt es jetzt in die Kommentare. Okay, das finden wir aber noch raus. Für den Moment bin ich erstmal zufrieden, dass wir schon mal Ansätze gefunden haben. Aber ich sollte recht behalten, Jiggy in diesem Part wird schwierig. So. Okay, das waren alle. Alle. Was haben wir hier? Vermutlich noch weitere Noten, oder? Das bietet sich doch an hier. You found some notes, but... Oh, okay. Das wird wohl... der Eingang zum finalen Kampf mit Grundhilda sein. Aber hey, das ist relativ moderat. Ich hätte jetzt gedacht, da brauchen wir jetzt irgendwie 900 oder so. Es hätte mich nicht gewundert, weil ich bin mir ganz sicher, du wirst in diesem Hack für irgendetwas belohnt. Also... mit irgendetwas belohnt, meine ich, wenn du hier alles gefunden hast. Da bin ich ganz, ganz sicher. Deswegen will ich auch die 100% hier. Ach, schön, dass wir auf hier rumlaufen können. Ich meine, der Schneemann in Freezeezy Peak war mir zwar lieber, aber das ist auch okay hier. Wer trampelt nicht gerne auf Grundhilda rum? Gut, okay. So, als letzte Amtshandlung betreten wir nochmal den Turm. Und schauen mal, was uns da drin erwartet. Hier nochmal gucken. Eine Kette, der kann sie bestimmt hochgehen. Bringt mir nur nichts. Also, ja, also theoretisch bringt das sogar sehr viel, aber nicht, wenn du schon... mit der Flugeigenschaft da hochgekommen bist. Okay. Wissen wir aber zumindest mal... ich bin irgendwo anders rein. Oder? Sei es drum. Das scheint sogar genau das zu sein, wo ich hin musste. Guckt mal. Alle Weisen und da oben schon wieder... natürlich, ein GoldenEye-Charakter. Naboru. Grrr. Impa. Ruto.
Darunia. Salia. Und Rauru, der Weihnachtsmann. Und Brenthilda. Tut mir leid, Brenthilda, es gibt da etwas, das ist offiziell wichtiger als du. Oh, die halbe Miete haben wir voll. Zack, 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 zack und zack. So, Brenthilda, als letzte Amtshandlung für diesen Part, sag uns deine Weisheiten. Sogar Mario wäre nicht mutig genug, um in Grundis Toilette zu hüpfen. Ach du Scheiße. Ja, ich auch nicht. Ich habe einen alten Freund von dir in Grundis Schlafzimmer rennen sehen. Okay. Playtonic Studios. Wandschrank, habe ich das richtig verstanden? Da ist irgendwas drin. Was ist hier? Nett! Schön. Ja, logisch. Das ist ja... Da ich da jetzt auch nicht geschaltet habe, dass das Gigi, was wir gerade freigeschaltet haben, ist ja nicht in der Truhe erschienen, sondern hier in diesem Raum. Also, zwei Fliegen mit einer Klappe. Aber was befindet sich hier? Tja, Leute, das werden wir wohl erst im nächsten Part herausfinden. Bis dann!